sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen die Eliten operieren konnten. Und die Frage ist jetzt, wie kann man, und dabei war ein Ziel des Staates natürlich immer als Disziplinierungsinstrument. Es ging immer darum, die Bürger zu disziplinieren. Und jetzt gibt es in der Geschichte verschiedene Arten, wie man Disziplinierungsinstrumente machen kann. Es gibt die brutale Art mit Panzern. Mhm. Und es gibt, und das ist die ganze Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 120 Jahre in Demokratien, die Sozialtechnologien, mit denen man das auf eine viel bessere Weise so erreichen kann, dass diese Techniken, wenn man so will, unser geistiges Immunsystem unterlaufen. Mhm. Wir kriegen sie gar nicht mit. Ja. Und dieser Prozess hat sehr früh begonnen. Sie hatten vorhin angesprochen, mit Gewerkschaft zerstören. Das ging ja schon in den 20er, 30er Jahren los. Edward Bernay zum Beispiel ist ja ein ganz wichtiger Mann. Ja. Genau, wo man gesagt hat, wir müssen die Klassenidentität der Arbeitnehmer müssen wir aufbrechen, denn das stört. Wenn Sie eine Klassenidentität haben, haben Sie sozusagen, können Sie Ihren Willen vereinigen und können eine gesellschaftliche Kraft darstellen. Dann haben Sie die kleine Elite und haben Sie die großen Klassen. Genau. Ja. Und wir müssen jetzt versuchen, eine Art Fehlidentität aufzubauen. Wir müssen in den Firmen dafür sorgen, dass der Arbeiter sich mit der Firma identifiziert. Wir gründen, das wurde bewusst gemacht, wir gründen Firmen, Fußballvereine. Ja, Bayer Leverkusen. Genau. Ja. Dann identifizieren sich nämlich die Arbeitnehmer mit der Firma, mit dem Fußballverein. Wir machen Weihnachtsfeste mit der Familie, wir machen Kindergärten und so weiter. Dieses Programm ist wunderbar dokumentiert von Historikern. Ja. Das ist erschreckend, mit welcher Systematik, das war kein Zufallsprogramm, mit welcher Systematik man Fehlidentitäten erzeugt hat, die im Grunde das Konflikt, das soziale Potenzial der Arbeiter zerstört haben. Also man hat heute einen Warenkorb mit Marken, mit denen man sich identifizieren kann. Das heißt, ich kann mich über mein Fahrzeug, mein Mobiltelefon und den Fußballclub identifizieren. Und da sehe ich meine Klasse und die gemeinsame Klasse mit allen anderen, die sehe ich eben nicht. Das heißt, das ist das, was Sie unter Fehlidentitäten verstehen. Dass ich mich eher mit Apple identifiziere und mit dem Aktienkurs von Apple und ob das neue iPhone gut ankommt, als mit, da, dass ich Arbeiter bin und schlecht bezahlt bin. Ein wichtiger Aspekt des Neoliberalismus, der auch von vielen nicht verstanden wird, die den Neoliberalismus nur als eine ökonomische Richtung sehen, dass alles ökonomisiert wird. Ja. Der Neoliberalismus geht sehr viel tiefer. Und Maggie Thatcher hat das auf den Punkt gebracht. Es geht um den Kampf. Ökonomie, sagt sie, ist nur die Methode. Ja. Es geht um den Kampf um Herz und Hirn. Ja. Es geht also um das Ich, das Selbst. Um das Ich, das Selbst. Der Begriff des Selbst muss völlig neu gefasst werden, weil das Selbst immer noch ein potenzielles Zentrum des Widerstandes ist. Das heißt, der Neoliberalismus versucht, das Selbst aufzulösen in ein Bündel von Identitäten, die man sich aus einem Identitätswarenkorb, darf man die sich zusammenstellen. Meine Identität ist meine Facebook-Seite, meine Identität ist, welche Apps ich auf dem Rechner habe, meine Identität ist, wo ich shoppe, was ich shoppe und so weiter. Was ich lese. Was ich lese und so weiter. Mhm. Identitätsfreiheitsverlust nach dem Konzept des Neoliberalismus ist, wenn ich von den Mechanismen der Identitätsproduktion abgetrennt ist, wenn ich nicht mehr das shoppen kann. Das ist der pervertierte Freiheitsbegriff des Neoliberalismus. Mhm. Freiheit heißt, ich bin von der Freiheit, aus dem Konsumwarenkorb, Identitätswarenkorb zu wählen, abgeschottet. Mhm. So, das heißt, die Schwierigkeit ist zu verstehen, wie konstituiert eigentlich der Neoliberalismus das Selbst? Der Kampf, um den es geht, ist, der Neoliberalismus sagt, der ist ganz fundamental. Die haben das verstanden. Die haben verstanden, worum es geht. Es geht nicht einfach um Wirtschaft. Die haben einen riesigen Vorsprung. Mhm. Wir müssen ganz an der Wurzel anfangen. An der Wurzel steht das Selbst. Wenn wir das Selbst zerlegt haben in ein Bündel von Kompetenzen, das ist ein Begriff, über den heute keiner mehr nachdenkt, was der für einen ideologischen Gehalt hat. Das ist der Kernbegriff in der Universität, in der Bologna-Universität, in der Schule. Wir zerlegen das Selbst in ein Bündel von Kompetenzen. Und die Frage ist, wie können wir die Selbstverwertbarkeit, jedes Individuum muss sich fragen, wie es seine Selbstverwertbarkeit auf dem Markt, jetzt kommt wieder diese metaphysische Identität eines Marktes, wie es seine Selbstverwertbarkeit als Kompetenzbündel
optimieren kann. Das selbst wurde also schon atomisiert, wurde zerlegt. Es wurde eigentlich herausgelöst, denn normalerweise bedeutet Identität, ich bin in einen natürlichen, sozialen, historischen Kontext, in eine Geschichte, in ein soziales Umfeld eingewoben, was eigentlich meine Identität mitbestimmt. Wenn ich das Individuum da rausnehme. Ja, also entwurzelt quasi, kann ich es rumschieben. Wenn ich es entwurzel, dann kann ich es rumschieben. Mhm. Das hat natürlich wieder Folgekosten, weil das nicht der Natur des Menschen entspricht. Wir brauchen die soziale Verwurzelung. Ja. Was entwickelt das Individuum als ein Antidot, als ein Gegenmittel gegen dieses? Es braucht jetzt Mechanismen, eine Identität zu finden. Rassismus ist ein wunderbares Angebot, wieder eine Identität zu finden. Das heißt, wir kriegen jetzt eine ganze Reihe von Gegenbewegungen. Wir können jetzt neu bespielen, richtig? Wir können es sozusagen neu bespielen, aber es gibt auch eine sozusagen in uns angelegte Tendenz. Wir brauchen eine Bezugsgruppe, wir brauchen eine Verwurzelung, wo wir affektiv verwurzelt sind. Und die geht sozusagen im pathologischen Sinne dann, in einem perversen Sinne, richtet sie sich dann gegen den anderen, um die Identität dadurch zu bekommen, dass wir ist eben das, was gegen den anderen ist.